Karl Stockhausen habe ich visuell zum ersten Mal, glaube ich, kennengelernt. Das war über Bilder, Mitte 80er Jahre war das. Ich habe studiert am Konservatorium und dann habe ich Bilder gesehen aus einer Oper, die Oper Samstag aus Licht von Karl-Heinz Stockhausen. Und habe gesehen, wie da ein Trompeter ein Darsteller ist auf der Bühne mit Kostüm, mit Bewegungen. Ein Solo gespielt hat auf Piccolo-Trompete und ich habe dann eins der Dozenten von das Konservatorium in Enschede gebeten um eine Aufnahme und er hat tatsächlich was für mich gefunden und da habe ich dann zum ersten Mal die Musik von Karl-Heinz Stockhausen gehört. Anfang 90er Jahre habe ich dann Markus Stockhausen kennengelernt und ab da ging es dann auch los. Habe ich Stockhausen-Repertoire gespielt. In 93 habe ich zum ersten Mal zusammengearbeitet mit Karl-Heinz Stockhausen. Karl-Heinz Stockhausen hat unglaublich engagiert immer an seinem Projekt gearbeitet und ich war als Trompeter engagiert in seiner Oper Dienstag aus Licht und wir haben endlos viel geprobt. Er war immer so konzentriert und hat ohne Ablenkung an Qualität und Qualitätssteigerung gearbeitet und das war unglaublich bewundernswert eigentlich, wie er nie nachgegeben hat, bis er das gehört hat, was er am besten fand. Also er hat auch endlos gesucht nach die besten Klänge. Es war ja nicht immer so, dass die Partitur in die erste Probe fertig war. Er hat während die ersten Proben von einem Stück noch viel Verbesserungen gemacht, vor allem dynamisch und in Artikulation. Er wollte immer, dass seine Musik organisch und spielbar ist und hat unglaublich viel geforscht und gesucht. Durch diese viele Proben, durch diese endlose konzentrierte Arbeiten, kann ich behaupten, dass ich seine Sprache sehr, sehr gut kennengelernt habe. 1993 war das erste Mal und ich habe also 15 Jahre mit ihm immer Austausch gehabt und diese Sprache kann ich jetzt, glaube ich, auch vermitteln, weitergeben. In 2010 haben wir den Gesamtzyklus Klang aufgeführt. In Klang hat Stockhausen für jede Stunde komponiert. Insgesamt 21 Stunden. Wir haben die Stunden in Loop aufgeführt. Manche Werke 4-5 Mal am Tag. Und das Publikum konnte dann in einen Wanderzug durch die Stadt gehen und sich die einzelnen Stunden anhören. Wir proben jetzt gerade an Mikrofonie, ein Stück aus der späten 60er Jahre, wo wir endlos experimentieren mit einem riesen Tamtam und Klänge erzeugen mit allen möglichen Gegenständen, um Klangvorstellungen, die er mit einzelnen Wörtern beschrieben hat, zu realisieren. Ganz anders eigentlich als die Oper Samstag aus Licht, wo alle Klänge nicht mit Wörtern beschrieben sind, sondern ganz genau ausnotiert sind. In Samstag aus Licht sogar mit Bewegungen. Das Orchester bildet eigentlich ein Gesicht, was langsam in Bewegung kommt und wo einzelne Teile vom Gesicht unabhängig voneinander bewegen. Wir spielen das Projekt in Zusammenarbeit mit Musica Viva in München, Bayerischer Rundfunkorchester spielt und einzelne Spieler aus der Musikfabrik spielen die Solorollen. Im Sommer fahren wir nach New York, spielen nochmal Michias Reise, also Produktion aus 2008 im Lincoln Center. Da freue ich mich natürlich besonders als Trompete, weil in Michias Reise Trompete die Hauptrolle hat. Eigentlich kann man sagen, dass dieses Michias Reise ein Trompetenkonzert ist. Thank you.
Trompete als Hauptdarsteller, inszeniert von La Fura de Baus, die wollen, dass diese Trompete über das Orchester fliegt. Haben dafür eine Maschine gebaut und nächste Woche fahre ich nach Wien, um dieses Fliegen wieder zu üben. Nach Michas Reise gibt es im Herbst Gruppen. Ein Meisterwerk von Karl-Heinz Stockhausen aus den 50er Jahren. Ich freue mich sehr, dass Ensemble Musikfabrik so involviert ist mit diesem Repertoire und alle Aspekte, alle Phasen von dieser Riesenkomposition, Komponistenkarriere vertreten kann und spielen kann. Und ich glaube, wir sind da auch fast exemplarisch geworden durch die Erfahrung mit dieser vielseitigen Erfahrung mit seinem Repertoire. Wir haben ja Sonntag aus Licht eines der schwersten Opern von ihm aufgeführt in 2011 und die Zeit ist jetzt reif, alle Opern hintereinander aufzuführen. Wir machen uns auf der Suche nach dem richtigen Co-Produktionspartner. Ich glaube, dass Nordrhein-Westfalen der richtige Ort ist, eine Gesamtaufführung zu veranstalten.